So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit der Limo. Wir haben Besuch aus Baden-Württemberg. Ist noch Baden-Württemberg? Ja. Wieder ein Schwarm hier vor Ort, und zwar Alex, Firma Chromfabrik. Wir haben uns auf der Stuttgarter Retro Classics Messe kennengelernt. Jo. So am letzten Tag zwischen Tür und Angel bin ich da vorbeigelaufen und habe mir gedacht, wir brauchen noch wen, der uns die ganzen Teile eloxiert. Teile eloxiert heißt eigentlich die Zierleisten. War ja ein Riesenthema. Alte Limo, vor 10 Jahren damals jemand gefunden, der mir die lange Leiste an der Korse passend in dem RS4 matt gemacht hatte. Das ist eine originale RS4 Kombi-Leiste. Und beim RS4 gab es dieses Alumatt. Genau. Oder was genau ist das? Wie würdest du es als Fachmann bezeichnen? Ja, Alumatt trifft es eigentlich ganz gut. Also. Ist aber auch eloxiert, allerdings in matt eloxiert. Genau. So, und das war jetzt noch eine der letzten Baustellen, wo ich mir anfangs nicht sicher war, ob wir da wen finden, der das genauso wieder hinkriegt. Aber dann bist du ins Spiel gekommen und jetzt haben wir tatsächlich einige Leisten hier und können was machen. So, jetzt müssen wir dich erstmal vorstellen. Ihr, Firma Chromfabrik, macht alles, was mit Galvanik zu tun hat. Ja, genau. Also wir machen Chrom, Zink, Eloxal, vergolden, versilbern. So, einmal alles. So, einmal was mit Metallveredelung zu tun hat, machen wir alles. So, jetzt muss man dazu sagen, wir sind eigentlich schon zum zweiten Mal hier, das Ganze schon in der zweiten Runde, weil selbst Alex dann auch so perfektionistisch war, dass es doch noch besser dem Original entsprechen konnte am Ende, und deswegen wurde alles nochmal gemacht. Aber jetzt, weil das war ja für euch auch Neuland, alte Leisten so hinzukommen, das war ja das Problem. Ja, also Neuland war alte Leisten in matt. Mhm. Also Glanz ist kein Problem, da gibt es die Verfahrensabläufe, wie das alles funktioniert, das ist kein Problem. Aber in matt war schon eine Herausforderung. Ja. Jetzt muss man sagen, ich habe angeliefert von dem Schlachter vor der Tür einen Satz Chromleisten. Ich nenne sie jetzt einfach mal Chromleisten. Die ganz normalen V6 A4s hatten die ganzen Leisten in, es ist ja kein Chrom, es ist ja einfach nur alupoliert in dem Fall gewesen. Oder wie? Glanz eloxiert, ja. Glanz, also auch eloxiert. Im Prinzip aber das gleiche Verfahren, nur halt als Glanz und nicht als matt. Sah aber halt aus, kennt jeder, wie so ein poliertes Bett mit ein bisschen Schicht drauf und so weiter. Genau. So, was genau musst du machen, damit die Leisten am Ende dann so werden? Also im Prinzip, bei Alu muss man ganz klar erstmal sagen, es gibt verschiedene Legierungen von Aluminium. Diese Leisten sind eine andere Legierung, wie zum Beispiel diese Spiegelkappen. Mhm. So, das verhält sich dann im Bad auch ganz anders, komplett anders. Es gibt Legierungen, die lassen sich gar nicht eloxieren. Es gibt Legierungen, die lassen sich nur einmal eloxieren und dann wird es nichts mehr. Und dann gibt es halt verschiedene Zusammensetzungen. Und bei den Leisten war das einfach nur so, die müssen im Prinzip erstmal entschichtet werden, komplett die alte Schicht runternehmen und dann wird es erstmal aufpoliert, schön aufpoliert auf Hochglanz, und dann sieht man schon, wo Macken sind, Steinschläge, Korrosionslöcher, die tut man alle rauspolieren. Und wenn das passiert ist, werden sie glanzeloxiert. So, dann hat man das Glänzende. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist jetzt nicht dieses Bauteil oder das sind nicht diese Bauteile. Ja, ich habe einfach mal Ausschuss von zu Hause mitgebracht. Das ist auch so typisch hier, so Mercedes Oldtimer und so. Mercedes Oldtimer und sowas alles. Genau, ne? Das ist jetzt von einem alten Mercedes 300er SL Interieur Bauteile. Wie gesagt, Ausschuss, deswegen konnte ich mitnehmen. Genau, so sieht es aus, wenn es glanzeloxiert ist. Also wirklich, der Laie denkt, es wäre Chrom. Ist aber Aluminium glanzeloxiert. Genau. Der Glanz da drin kommt aber durch das mechanische Polieren, oder ist das auch ist das auch im Wasser, also im Becken? Beides. Beides. Also erstmal mechanisches Polieren und dann noch elektrolytisches Polieren, also mit Hilfe vom Strom. Und da gibt es zwei verschiedene Verfahren. Einmal elektrolytisch oder beziehungsweise chemisch polieren, das geht nur mit Säure. Werden die Leisten aber nicht gut, da muss der Strom mit dabei sein, also elektrochemisch polieren. Und das machen in Deutschland sehr, sehr wenige, beziehungsweise nur Firmen, die für Automobilindustrie große Serien machen. Habe ich schon oft gehört von Kunden, die gesagt haben, ich hatte es beim Glanzeloxieren, es kam raus, sah total mies aus, matt und so. Die haben gesagt, das sei so. Stimmt nicht. Also da kommt es auch auf verschiedene Verfahren an, genau. Man denkt immer, Alu kann ja nicht korrodieren. So, jetzt hat Alex mitgebracht, das ist eine 10 Jahre alte Leiste, die einfach nicht eloxiert wurde. Und nach 10 Jahren sieht das so aus. Krass, ne? Sieht aus wie in Müll schmeißen. Das sieht aus wie in Müll schmeißen. Da sieht man mal, dass doch selbst Alu so heftig korrodiert. Okay, natürlich wollte ich das Ganze am liebsten vor Ort filmen und euch den ganzen Hergang zeigen. Das war nicht ganz so einfach, aber Alex hat zum Glück
bestmöglich das Ganze gefilmt. Das heißt, wir müssen jetzt einmal über den ganzen Vorgang in Schritten sprechen und blenden passend dazu das Material ein. Okay, alles klar. Dürfen wir verraten, dass ihr auch für Großserie auch so Leisten macht und so weiter? Ja, klar. Also da sind tatsächlich ein paar Automobilhersteller, die unter dieser Adresse auch ihre Leisten, richtig? Also es gibt Autos, wo eure Leisten quasi dran sind. Genau. Nicht nur die Leisten, auch die Zinkteile und so weiter. Mhm. Das heißt, da muss ja richtig Menge durchgehen. Das muss ja dann den ganzen Tag lang da so laufen. Durch, ja. René hat ja noch einen kleinen persönlichen Traum, den er eigentlich gerne nochmal hätte. Ja. Und zwar, ihr könnt ja eigentlich alles, also unter anderem genauso, das ist schwarz. Schwarz, genau. Also das gleiche Verfahren, nur halt dann schwarz eingefärbt. Wollen die Leute auch immer öfter, das ist halt in schwarz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich, wenn ich das Auto so sehe, müsste man eigentlich alle Leisten schwarz machen. So, passend zu dem Carbon ist halt eigentlich so vom Stil her, alle Leisten schwarz, Spiegelkappen in Carbon. Will ich aber bei dem Auto nicht, damit es nämlich, also selbst das Sichtcarbon war für mich schon so eine, das war schon wirklich eine Herausforderung, das überhaupt einzugehen, aber Leisten war immer so ein Markenzeichen von dem Auto, deswegen muss ich sie nämlich definitiv wieder in Silber machen. Da habe ich nämlich nachher auch noch eine kleine Spezialaufgabe, da gehen wir am Ende drauf ein. Ihr könnt aber auch nicht nur schwarz, sondern x verschiedene Farben, unter anderem auch vergolden. Also einmal Eloxal Gold Optik, das sieht dann aus wie Gold, ist natürlich kein Gold und halt auch vergolden an sich, das geht auch. Vergolden an sich heißt dann wirklich, dass da Gold gelöst ist in der Batterie? Genau. So, da würde ich gerne meinen Kamerabody eintunken. Aber wenn du brauchst, musst du mit Objektiv und allem machen. Ne? Ja, wenn dann muss das Ding schon wirklich so. Das wäre aber so ein bisschen USA-Hip-Hopper-Style. So ein Rapper. Mir, ja, egal. Das gleich mit der Kette noch so im Hals hängt. Ja, nächstes Jahr. Okay, so, das heißt, meine silbernen Leisten, die polierten Leisten, sind zu euch gekommen als allererstes ins Bad, wo sie einfach enteluxiert werden. Genau, da wurden sie erstmal enteluxiert, dann wurden sie aufpoliert. Kann man die da einfach so reinschmeißen? Nee, die müssen ja alle schon irgendwie aufgehangen, befestigt werden. Genau, ja, beim Enteluxieren ist nicht so wild, also da könnte man theoretisch das auch einfach nur reinschmeißen, reinlegen. Natürlich werden die befestigt, dass man sie auch leicht wieder rausholen kann. Aber an sich ist da jetzt beim Endschichten Enteluxieren erstmal kein großes Hexenwerk. Wie wird das enteloxiert? Ist das dann eine Säure oder eine Lauge? Oder das ist eine Lauge. Eine Lauge. Wie, ja, eine verdünnte Lauge. Da wird es eingetaucht, bleibt, ja, ich sag mal, so 5 Minuten drin. Mhm. Wenn man es zu lang drin lässt, dann bleibt nichts mehr übrig. Dann löst sich es. Ah, echt krass, okay. Dann muss man aufpassen. Und ja, und dann wird es aufpoliert. Der Herr Schwan, weiß ich, habe ich von ihm gelernt, der Endlacker, der sagt immer, 10 Grad mehr Temperatur bei Flüssigkeiten ist irgendwie immer gleich doppelte Wirkung. Ja. Generell. Das heißt, die Bäder sind auch alle beheizt und alle warm? Die sind beheizt. Das Bad jetzt zum Enteluxieren ist bei 40 Grad ungefähr. Mhm. Ist das nur gefährlich für Aluminium oder könnte man auch einfach Hand reinstecken und es passiert nichts? Man kann die Hand reinstecken, passiert nichts. Und dann polieren. Polieren heißt wirklich, wie man das oldschool-mäßig kennt, am Bock, händisch. Genau, händisch am Bock. Und das Polieren macht man deswegen, um einfach die Oberfläche wieder schön glatt. Genau, um eine homogene Oberfläche zu kriegen. Einfach schön glatt, dass die wieder picobello, Steinschläge raus, Korrosionslöcher raus, ja, Unebenheiten von seiner Zeit. Einfach mal raus, alles auf Null setzen sozusagen. Und dann kann es losgehen. Mhm. Und genau das ist halt auch der Schritt, was am meisten Zeit braucht. Also die mechanische Bearbeitung. Genau. So, und dann geht's weiter? Dann nach dem Polieren geht's weiter. Dann entscheidet sich's, Glanz oder Matt. Mhm. Will man Glanz, lässt man sie. Will man es matt, kommt es drauf an. Die Leisten, wenn sie matt bleiben sollen, bleiben die auch erstmal poliert. Beim Spiegel gehen die dann zu einer Partnerfirma von uns, die strahlen die mit einem speziellen Strahlmittel. Mhm. Die Zusammensetzung kenne ich auch nicht, streng geheim. Und wenn die dann zurückkommen, haben die schon diese raue Oberfläche. Mhm. Genau. Und dann geht's zum Eloxieren. Das heißt, die Leisten, die kommen dann poliert direkt ins Eloxierte? Genau. Mhm. Die kommen, also die matten Leisten, die werden dann aufgehängt und einfach nur eloxiert. Einfach nur stinknormal eloxiert. Die Legierung ist so zusammengesetzt, dass sie matt wird beim Eloxieren. Das ist dann dieser Mattton. Okay, krass. Jetzt verstehe ich. Wenn man die poliert und dann in Glanz haben möchte, muss man sie Glanz eloxieren. Mhm. Da reicht dann das normale Eloxieren nicht, weil dann würden sie ja auch so aussehen, sondern da muss man dann Glanz eloxieren. Das heißt, bei dem Glanz eloxieren passiert irgendwas in dem Bad, was die Oberfläche nochmal glatter macht? Genau, im Prinzip kann man sich vorstellen, da ist eine
eklige Säure drin, richtig dickflüssig. Und mit dem Strom nimmt man praktisch diese Rauheitsspitzen einfach mal weg. Also es ist wie so ein feines, ganz, ganz feines Polieren. Geht das auch so schnell oder bleiben Sie da länger drin dann? Ja, so 10 Minuten ungefähr. Und dann muss man schon immer am Ball bleiben. So, und jetzt war es halt tatsächlich so, jetzt haben wir uns ja wieder so vertieft. Das war Version Nummer 1. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera überhaupt sehen kann. Ja, die war noch ein ganz bisschen zu glänzend. Und wir waren irgendwie die Meinung, die müssten noch ein bisschen matter. Kriegst du das so, kriegt man das so drauf? Ja, so ein bisschen. Ja. Das war der erste Versuch und das war dann der zweite. So, aber das zweite muss ich jetzt wirklich sagen, wenn man das jetzt hier original B5, 20 Jahre alt, und hier daneben hält, dann sind wir da wirklich schon für 20 Jahre Zeit zwischen, so habt ihr das wirklich verdammt gut hinbekommen. Ne? Das ist schon plus, dass ja auch noch aussehen wie Neuheit. Ne? Ist jetzt ja auch noch so, dass alle Macken raus. Genau. Ja, gut. Man muss halt immer dazu sagen, beim Eloxieren, bei Aluminium generell ist es halt schwierig. Man kann nur mit dem arbeiten, was man hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, verchromen kann ich immer Schicht, da habe ich einen Schichtaufbau. Ja, ja. Ich kann mit Kupfer, mit Nickel, ich kann arbeiten, ich kann Unebenheiten, ich kann Löcher, ich kann Macken verstecken, egalisieren. Bei Alu geht es nicht. Ich kann nur mit dem arbeiten, was da ist. Genau, weil es halt die Eloxalschicht jetzt nicht in dem Sinne eine Beschichtung ist, sondern einfach nur eine Oberflächenumwandlung sozusagen. Wie ist so der Verchrommarkt in den letzten Jahren? Weil ich sag mal so vor 10, 15 Jahren, war das noch heftig? So, da wollten die Leute ja noch alles verchromt haben, zumindest im Tuning-Bereich. Ja. Wie ist das jetzt aktuell so? Wo wird noch in welchen Zwecken wird viel verchromt? Wo findet man solche Teile? Also wir verchromen hauptsächlich Oldtimer. Ah, okay. Dann halt auch Oldtimer, Mercedes, Porsche. Ja. Hauptsächlich. Das ist halt, und diverse Engländer noch, aber das ist so der Hauptteil, wo wirklich, also wo sich auch noch lohnt, da Arbeit, Geld, Energie reinzustecken. Ja. Also ist schon noch so, dass halt die typischen Chromteile, Stoßstange und so weiter, Kühlergrill, so von früher. Genau, richtig. Okay, eine letzte Frage, die ich gerade auch im Kopf habe. Aber das eigentliche Eloxieren ist wirklich nur ein Watt. Also es geht wirklich nur an ein Watt und fertig? Oder sind das auch mehrere Schritte? Also das eigentliche Eloxieren ist ein Watt. Ein Watt, okay. Aber man hat natürlich mehrere Schritte. Das läuft dann durch eine Anlage durch. Das ist eine große Anlage, die taucht es dann vom Becken zu Becken. Ah, okay. Also noch so Zwischenschritte, Entfetten. Es sind natürlich Entfetten erstmal klar, wenn man es andatscht oder irgendwie durchs Polieren, Polierrückstände. Das muss erstmal alles weg. Und dann das heißt, die Sachen hängen bei euch richtig so und gehen dann wirklich von Watt zu Watt zu Watt. Genau. Und beim Eloxieren, beim Eloxieren ist es wichtig, dass die Teile komplett, gespannt sind. Mhm. Die dürfen nicht rutschen, die müssen einen festen Kontakt haben. Mhm. Beim Verchromen und so weiter, da kann ich es einfach reinhängen. Beim Eloxieren muss es einen festen Kontakt haben. Das hat was mit Stromleiten. A, dass der Strom gut fließen kann, und B, die Eloxalschicht ist ein Isolator. Mhm. Also eine Eloxalschicht leitet keinen Strom. Mhm. Sondern wenn ich das einfach reinhänge und es eloxiert an der Stelle, wo der Haken ist, habe ich da auf einmal keine Stromleitung mehr. Und das heißt, dann wird das ganze Teil nichts. Es eloxiert nicht weiter. Eloxiert nicht. Okay. Genau. Krass. Das heißt praktisch im Bereich, wenn ihr irgendwelche Einzelteile, Problemfälle, wie auch immer, hört sich das so an, dass ihr fast eigentlich alles irgendwie wieder hinbekommt. Ne? Egal, Chrom, Kupfer, vernickeln, verzinken. Ja, verzinken. Also fast alles. Ich habe mir so ein paar Radnaben machen lassen, da kommen wir später drauf. Aber die konnte ich natürlich, das ist eigentlich ist ein gefrästes Drehteil, dann wurde das noch gehärtet, danach sah es natürlich aus wie, dann war da hier so ein bisschen Zunder und so weiter drauf. Aber wie es jetzt aussieht, brauche ich euch ja nicht zu zeigen, weil das seht ihr selber, weil das sieht schon männlich aus. Das ist verzinkt. Habe ich auch mal eine Instagram-Story darüber gemacht. Also der eine oder andere wird vielleicht die einzelnen Schritte eh schon gesehen haben. Aber da sieht man halt auch so ein bisschen die Qualität, wie der Lagersitz abgedeckt wurde vorher. Genau. Und genauso auch die Verzahnung innen. Da ist wirklich nichts reingekommen. Hatte ich nämlich auch schon mal das Problem, zum Verzinken weggegeben, Verzahnung mitgemacht. Und ich musste jedes Mal von außen die Antriebswelle rausprügeln, weil da dann doch so viel drauf war, ne? So, das heißt, da geht eigentlich alles. Verzinken, verchromen, volles Programm. So, jetzt haben wir noch ein Beispiel für euch, weil das werden viele haben. Eigentlich jeder RS4 hat haufenweise Steinschläge auf der typischen Spiegelkappe. Weil die ist nämlich tatsächlich auch ein Alu-Gussteil. Schmiedeteil. Schmiedeteil sogar. Ja, ich dachte auch Guss, aber es ist tatsächlich Schmiedeteil.
was dann danach damals schön in der Fräse nochmal dezent nachbearbeitet wurde. Und da gibt es jetzt natürlich wahrscheinlich gefühlt 3000 Autos auf dem Markt, nur auf dem RS4-Bereich, die alle so typisch Steinschläge drauf haben. Dann haben die Leute irgendwann angefangen, haben sich geschliffen und lackiert. Macht es natürlich auch nicht besser. Nee. So, und jetzt ist die Version, das ist die aufgearbeitete Version. Und da kommt man dem Ganzen schon wirklich sehr nah. Es ist wirklich vielleicht ein Atömchen rauer, würde ich mal sagen. Ja. Vielleicht ein bisschen rauer. Minimal rauer. Jetzt muss man auch dazu sagen, es ist halt jetzt auch einfach neu, ne? Wenn man sich jetzt überlegt, wenn hier erstmal wieder so ein ganz bisschen auch genauso wieder Steinschläge draufkommen, jetzt sieht man auch hier definitiv, wie das schon leicht korrodiert ist, alles so ein bisschen. Da ist ja schon irgendwie so ein Schleier drauf. Und das macht es natürlich auch von Optik her wieder anders, ne? Ja, einfach der Zahn der Zeit, der da noch schon ein bisschen dran gearbeitet hat. Aber unterm Strich passt es halt einfach geil zu den Leisten. Zu den Leisten im Gesamtbild zum Auto passt dann wieder. Allerdings glaube ich, es wird auch den einen oder anderen RS4-Fahrer geben, der einfach alles schwarz haben will. Und dann wäre es natürlich auch mal geil, dann in Glanz tief dunkel schwarz die Leisten zu machen. Ne? Du wärst wahrscheinlich auch eher so einer, der alles schwarz machen will. Ne? Ja. Also entweder, da gibt es dann auch zwei Varianten. Entweder glanzschwarz, so wie das, oder halt mattschwarz. Aber man kann auch mattschwarz illustrieren. Genau, also praktisch diese Leisten halt in mattschwarz. Ja. So gleiche Mattton. Das wäre ja nochmal was für meinen Strichachter. Mhm. Nee, da also muss alles... Nee, also beim Strichachter würde ich persönlich dann wieder auf Chrom gehen. Wenn man so ein Oldtimer-Stil machen will. Ja, gut. Dann natürlich, ja. Wir sind aber noch zum Glück recht jung. Mhm. Oldtimer können wir auch in 20 Jahren noch fahren. Wenn man da mal was Neues machen will, Variante 1, die halt endgeil bestimmt aussieht, ist halt alles in Kupfer lassen. Ne? Sieht geil aus, muss man aber aufpassen. Kupfer läuft an mit der Zeit. Muss man. Kann ich das Kupfer irgendwie versiegeln? Also übertrieben gesagt, das Kupfer eloxieren lassen, dass es wie Kupfer bleibt? Nee, also Kupfer kann man ja klassisch lackieren. Da haben wir mit einem Lackierer zusammengearbeitet, der hat da wirklich so einen ganz hauchdünnen Klarlack drauf gemacht, speziell für Metall. Und das sieht dann auch echht top aus. Also dann läuft es nicht an. Ja, klar. Aber wenn ich mir jetzt überlege, silbernen Strichachter mit allen Teilen schwarz-matt. Ja, das könnte das. Könnte man sich sogar überlegen, das Auto silber-matt zu machen, ne? Ist das Bad groß genug? So, silber, silbermatter Stricher mit schwarz-matten Leisten. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt mal eine Leiste und halten die einfach mal ran. Ja, ist schon eine gute Wahl. Das passt gut zusammen. Jeder, der hier reinkommt, hat... Man kann es sich jetzt in der Kamera eh nicht vorstellen. Ihr werdet jetzt denken, die Carbon-Teile haben 8 verschiedene Grautöne so ungefähr. Es sieht live einfach ganz anders aus. Und ich glaube, mein eigentlicher Hintergedanke ist, dass die Alu-Leiste mit dem Spiegel hier, dass diese Alu-Kombination so ein bisschen den Übergang aus Carbon und Schwarz macht. Mhm. Das kommt, glaube ich, ganz... Ja, was man halt immer... Ja, was immer so ein bisschen ärgerlich ist, sind halt diese Korrosionslöcher, die noch da sind. Mhm. Weil die ganz klar, die ganz tiefen Korrosionslöcher, die bekommt man nicht raus. Da können wir schleifen, wie wir wollen. Ja, irgendwann sind wir durch. Und ja, das sind einfach die Korrosionslöcher im Laufe der Zeit. Da können wir nichts machen. Also wobei, ich suche gerade so ein Loch. Auffüllen und auf so der Kamera erkenne ich gar nichts. Ich sehe auch. Ja gut, also die müssen glaube ich sofort, mikroskopisch sein. Also hier siehst du, guck mal. Ja, okay. Sowas ist halt, wenn das Ding ganz neue Leiste. Wenn das Ding einmal 350 auf dem Flugplatz gefahren ist, dann haben wir eh andere Sorgen. So, ich habe noch eine andere letzte Baustelle. Und zwar, wir waren neulich bei euch in der Nähe und Onkel Mutlu Leveller hat tatsächlich von seinem R8 damals noch für vorne einen GT-Sattel gehabt. Okay. Hinten leider nicht. An der Stelle nochmal vielen Dank, Mutlu. Hinten leider nicht. Das ist eloxiert, definitiv. Ist definitiv eloxiert, ne? Also ich habe es ja nicht geglaubt, aber es ist wirklich eloxiert. Ja, dann ist es definitiv eine Legierung, die sich eloxieren lässt. Selbst da gibt es jetzt verschiedenste Varianten. Die krasseste, beste wäre natürlich einfach, wir kriegen diese Bremse da wieder dran. Das scheppert schon so mit dem Rot, ne? Mhm. Weil es ist halt einfach kein Rot. Es ist halt einfach so ein Weinrot. Ne? Und jetzt ist das Krasse ist, es gibt so viele, die eBay, Kleinanzeigen und so weiter, die Sättel so nachmachen in der Farbe. Mhm. Und man sieht das sofort. Ja. Weil dieses Matte, das ist wirklich nur original bisher. Ich habe es nirgendwo anders bisher so gesehen. Jetzt ist die Frage, ob wir die hinteren Sättel dazu irgendwie so hinkriegen. Kriegen wir hin, wenn es die gleiche Legierung ist. Wenn es die gleiche Alu-Legierung ist, können wir es auch eloxieren. Weil ich gebe dir recht, weil das komische ist, R8 GT-Sättel haben zum Beispiel das Ding immer nicht runtergeschraubt. Mhm. Warum? Kann natürlich sein, dass ich das nicht.
dass das eine andere Legierung ist und das nicht geht, ne? Und sie es deswegen kann vielleicht weggelassen sein. Haben, ne? Kann sein. Weil diesen, also das ist eigentlich wegen Schwingung und Quietschen, okay, und so, ne? Okay. Und beim GT-Sattel haben sie das hammerhart weggelassen. Weil es sieht ja schon so von der Oberfläche gleich aus irgendwie, ne? Wenn ich so drauf gucke, bis auf dass das glänzend ist. Ja, ist halt der Lack jetzt da drauf, aber an sich. Ja, Guss ist, sage ich mal, optisch jetzt erstmal Guss. Die Frage ist halt wirklich die Zusammensetzung von dem Guss. Okay, das heißt, wir müssen Folgendes machen. Ich zerlege dir die komplett. Mhm. Kolben raus, Dichtung raus, alles raus. Mhm. Das Gute ist, wir haben nichts zu verlieren. Wenn es nichts wird, lackieren wir es wieder. Genau, zur Not pullen wir alle vier in irgendeiner Farbe oder so. Keine Ahnung, vielleicht in Orange oder wie auch immer. Aber das heißt, erstmal muss das Ding ins Bad muss komplett blank sein. Genau. Und dann kann man gucken, wie, wo, was etc. Und dann kann man es eluxieren und dann schauen, ob es gut rauskommt oder nicht. Mir kaputt gehen tut es nicht, aber es kommt halt entweder schön raus, so wie hier, oder halt nicht. Das heißt, eine andere Variante, die mir nämlich noch einfällt, ist, ob wir nicht den Sattel, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet, gucken, ob wir den vom Finish her so hinkriegen. Meinst du, das würde sowas gehen? Wie die Leisten, eher wie die Spiegelkante. Mhm. Ja. Dazu musst du den Leuten aber auch sagen, dass das eventuell eine silberne Felge werden könnte. Mhm. Da über die Felge haben wir noch nicht gesprochen. Und also die Felge wird, ich verrate mal so viel, sie ist schon lange fertig, habe ich schon mal gesagt, doch. Ja, haben wir schon mal gesagt. Aber ich will wirklich die nicht sehen, bis die aufs Auto draufkommen. Die wird aber vom Finish her auch wieder so Alu gebürstet, so gebrushed so ein bisschen. Ne? Deswegen, wenn du meine Meinung hören willst, beißt sich das dann. Silber. Ja. Also du würdest silberrot machen. Ja. Ja, Marius hat auch gesagt silberrot. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine Keramik, ich habe noch gar nicht gesagt, was wir machen wollen, ne? Doch. Ich könnte mir vorstellen, eine Keramikbremse in dem Finish könnte halt schon brutal aussehen, ne, weil die Scheibe so dunkel ist. Ja, aber das geht unter. Ich glaube, das geht unter hinter der Felge einfach. Eine 380er Keramik geht nie unter. Die ist so groß, das geht schon immer. Mhm. Können wir versuchen. Ich finde es in dem Rot auch cooler. Also, definitiv, das ist halt Audi-Sport. Ne? Auf jeden Fall. Ja, und es war halt nur GT und... Das muss man fairerweise sagen. Jeder, der über das Auto über gesprochen hat, hat immer über diese GT-Keramik gesprochen. Mhm. Ne? So, außer es ist also ein Notfallplan, wenn unter euch einer ist, der zufälligerweise noch zwei hintere GT-Sättel hat, die definitiv original ab Werk waren, sieht man immer ganz gut daran, dass nicht auf einmal zufälligerweise alles mit eloxiert ist. Oder lackiert, lasiert, gepulvert, wie auch immer. Kann er sich natürlich auch gerne melden. Aber wir probieren das erstmal. Und wenn ich so überlege, ja, was heißt beißen? Guck mal. Wir stellen uns jetzt mal vor. Ja, so sieht das schon fett aus, aber wenn du dahinter dann die Felge noch hast, die dann auch silber ist. Ich habe auch eine schwarze Felge. Ja, aber dann die Felge. Nee, die Felge muss auf dem Auto silber sein, das geht sonst unter. Weiß ich nicht, also wenn ich das so sehe. Also wir müssen es auf jeden Fall testen. Ihr könnt auch nochmal die Kommentare vollballern. Versuchen muss man es auf jeden Fall, aber ich könnte mir schon vorstellen, so ein Sattel. Dann würde ich auch den Sattel mit Absicht, weil dann können wir ja eh rumspielen. Ja. Dann kannst du den ja auch zumindest die Fläche so ein bisschen Struktur vielleicht reingeben, so in eine Richtung so ein bisschen rüberbürsten, dass man das unter dem Eloxierten noch hat, ne? Dass das so ein bisschen wie so ein gefräster Sattel aussieht. Mhm. So, ne? Plus natürlich den Aufkleber wieder genauso drauf, dass das schon 1:1 aussieht, ne? Das darfst du dann machen. Ja. Aufkleber drauf. Ich könnte mir vorstellen, was schwierig wird, es ist ja weder matt noch glänzend, weißt du? Also das war wahrscheinlich das gleiche Problem wie bei den Leisten, weil es ist ja auch vom Glanzgrad her ähnlich wie die Leisten, ja, ne? Das wird wahrscheinlich das Problem sein, was viele nicht hinkriegen. Wie gesagt, da müssen wir einfach testen. Das wird wieder so eine Aktion wie bei den Leisten. Versuch mal klug. Genau, einfach so lange, bis es funktioniert. Und der nächste 8 GT fährt dann halt auf einmal mit silber matt reduzierten Sättel rum in Ingolstadt. Oder halt einfach Pulver. Ja, nee, dann auf jeden Fall vielen Dank. Erst recht vielen Dank für den Lieferservice. Vielen Dank für die Infos und wir sind gespannt, was wir aus dem Sättel machen. Wir auch. Und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Perfekt.